Wir fliegen ab heute zum Stärkeufer, um die nächsten legendären Pokémon zu fangen. Nämlich ist das, weiß ich nicht, wir haben auf jeden Fall im letzten Fall Vesprit gefangen. Nee, Vesprit nicht, sondern Tobots, glaube ich, war es. Tobots. Genau, und den haben wir hier. Wartet. Da. Genau. Nein! Laser! Tobots! Aka! Nee. RockyBalboa.de heißt er. Wir werden ihn in unser Team packen. Gegen Pidgeotzer. Ich hoffe, warum? Oder wir werden auch Pikachu mal in unser Team packen. Gegen Knarkse. Weil Pikachu kann ja dann nochmal Donnerwelle einsetzen. Und das war ja ganz witzig. Okay. Ich sehe auch gerade. Nein. Habe ich nur kurz eingebildet. So, das Stärkeufer war ja da, wo Team Galactic war, ne? Also hier. Jo. Oh nein, hau ab, Alter. Hau ab! Fick dich, Mann. Wir werden Topschuss einsetzen. Sofort. Sofort! Aber aufpassen vor dem nächsten Medium-Pokémon. Müssen wir es dann wieder abschalten. Deswegen glaube ich jetzt ein bisschen extra falsch. Okay. Dann machen wir es mal kurz weg, den Schutz. Scheiße, nein. Ich. Schutz! Hör auf! Schutz! Okay, ist nur ein Schneebedeck. Der kann uns nicht zu, wenn wir nicht fliegen können. Okay, danke. Okay, dann werden wir hier mal hingehen. Falls jetzt nicht so ist, dass wir das Pokémon hier finden können, müssen wir dann noch mal ich glaube, dann können wir es gar nicht fangen in der Edition, aber ich glaube schon. Ja, Selfe. Selfe! Ein Applaus an Selfe! Der unwahre Switch-Gamer kommt nach vorne. Okay, auch rein. Donnerwelle. Wir werden jetzt mal kein Überball schmeißen, sondern ein Flopball. Ach, schade. Hätte ja klappen können. Womit können wir es denn schwächen? Wir wechseln mal Rocky ein. Was kennen wir eigentlich? Konfusion, Aufruhr, Ränkenschmied und Seher. Alles klar. Was machen wir denn da? Das setzen wir auch wohl ein. Oh, nicht zu viel! Hör auf! Okay, es hat genau gut aufgehört. Okay, sehr gut. Sehr gut. Das war richtig gut. Überball. Nein! Nochmal, komm. 2, 3. Nein! Du spürst! Nochmal! Was soll der Scheiß jetzt? Oh. Ja, greif dich an, hau weg. Nochmal Hyperball. Was gibt's denn noch für Bälle? Komm, wirf mal einen Pokéball, komm, hau raus, Alter. Komm, wir hauen jetzt mal die Pokébälle hier raus. Damit wir die weg haben. Vielleicht kann es ja klappen. Aber das ist alles möglich.
Anscheinend glaubt Game Freak nicht an Wunder. Ja, schade. Dann spielen wir mal High Carol aufs Feld. Komm, auch mal den Heimball raus, Alter. Achso, Junge. Das brauchen wir jetzt aber nicht dann. Ich möchte jetzt kein Finsterball einsetzen, aber ich tue es trotzdem mal. Schade, passt. Passt. Ich verwerfe mir jetzt alle Finsterbälle, aber wenn es nicht klappt, dann sage ich einfach Nummer 60. 2! 3! Yes, Mann! Ja! Bruder, was haben wir denn für ein Glück in der Edition mit den legendären Pokémon? Alter, what? Typ Psycho. Okay. Den nenne ich jetzt aber mal P.O. Warte. P.O. Karl. So. Poke. Expert. Ich hoffe, das ist jetzt so gut für dich, Pokémon-Experte. Poke-Ex... P... E... R... T. So, Poke-Expert. Ja, Poke-Expert wurde im Box einfach jemand beziehen. Übertragen. So, jetzt geht's Vesprit an den Kragen. Ja. Wir werden schauen. Ich habe Vesprit, glaube ich, schon 7 Mal in diesem LP angetroffen. Und ich sitze hier schon jetzt, ich glaube, eine Stunde oder eine halbe Stunde. Also, ich breche gleich die Suche ab und spiele nicht mehr weiter. Weil das macht ja keinen Spaß, Alter. Das ist ja einfach nur ätzend, Mann. Ciao, Leute. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe schon wieder Vesprit. Und ja. Wir sind wahrscheinlich wieder fliehen. Jo. Kann ich fliehen? Alles klar, meine Flucht. Kann ich wechseln? Anscheinend nicht. Ciao. Okay, es hat diesmal nicht so lange gedauert, weil ich mir so einen Trick angeguckt habe. Ja. Was ist kurz? Ja, okay. Ich kann eh nicht mehr zur Switch Game wechseln. Also, es fleht eben wieder. Pussy, Alter. Ich habe den falschen Zellstack geladen, oder? Ja. Und ich hab's wieder. Also, ich mache das jetzt noch 4 Minuten und wenn es dann nicht klappt, dann können wir es leider in diesem LP nicht fangen. Ich werde natürlich vielleicht nochmal einen Reload von diesem LP machen. Weil ich spiele eigentlich jede Edition 2-mal. Vielleicht habe ich dann ja auch sogar mal ein richtig krasses Mikrofon. Aber dazu muss ich noch ein paar mehr Abonnenten haben, um mir so ein Mikrofon zu kaufen. Also ich habe da so das Rode NT1A im Blick. Aber das würde ich mal halt auch dann nur kaufen. Wenn ich auch wirklich irgendwie so 2000 oder 1000 oder 2000 Abonnenten hätte. Und dann meine Monetarisierung schon alles hätte. Weil jetzt habe ich halt noch keine Monetarisierung. Also damit kann man Geld verdienen, Monetarisierung. Und ja. So hart brauche ich das jetzt auch noch nicht und Alter, will mich auch echt verarschen, Mann.
Also ich muss sagen, das macht echt keinen Spaß. Also in Pokémon X war es so, da hat man Lavados gehabt und Zapdos. Und den musste man nur dreimal finden. Und das ist echt mal ein Minuspunkt. Deswegen sind es jetzt auf die 9,5 nur. Das waren ja vorher 10, jetzt ist es 9,5. Weil das ist einfach scheiße. Das ist einfach scheiße. Dass es jetzt so gelöst worden ist damit. Also es hätte sich lohnt, wer... In irgendeiner Pokémon-Edition war es so, dass alle drei Fee-Pokémon in einer Höhle waren. Also nicht in einer Höhle, sondern man die direkt finden konnte und nicht wandern musste dazu. Und man kann ja sowas mit Wander-Pokémon einführen, aber man muss. Oder ich habe Schutz aktiv. Hallo. Ja, Wespe wird dann bestimmt dann wegfliegen. Fliehen, nicht fliegen. So, jetzt fliegt der Schutz nicht mehr um. Wir sehen uns gleich. Alter, wie oft habe ich es jetzt schon gefunden? Kann es jemand mir in die Kommentare schreiben? Also. Ich werde es jetzt doch ein einziges letztes. Nein. Ja, Leute. Dann ist es wohl heute das Ende von Pokémon Diamant. Ich fand es ein super Projekt, wenn ihr das auch ein super Projekt fandet und ihr auch wirklich kein Projekt mehr von mir verpassen wollt von Pokémon. Abonniert doch meinen Kanal. In Zukunft geht's weiter mit Pokémon Let's Go Evoli. Abonniert meinen Kanal. Vergesst die Glocke zu aktivieren. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Und übrigens, für die, die jetzt sagen, Bruder, hier gibt's doch noch was. Ja Leute, aber dafür braucht man ja zu Nachwuchsdecks und dazu muss man alle Pokémon in Sinnoh gefangen haben. Das werde ich zu 100% nicht machen. Deswegen endet das Projekt ab hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Bis dahin. Rein und tschüss.